Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica, einer weiteren Folge. Und ja, wir sind immer noch in unserem U-Boot. Und ja, das Ding ist so unhandlich wie eine Waschmaschine, die unter Wasser steuern wollen würdest. Und was wollte ich gesagt haben? Es funktionierte beim letzten Mal das Reparaturwerkzeug nicht, ne? Deswegen würde ich das jetzt einmal ausprobieren wollen. Und einmal schauen, ob wir das Ding repariert kriegen. Und es ist gar nicht so leicht, tatsächlich... Ne, ich krieg's nicht repariert. Oder ist es falsch? Ne, Laserschneider, warte mal, hier, Reparaturwerkzeug. Es ist gar nicht... Nein, 4. Es ist gar nicht, hab ich beim letzten Mal das Falsche ausgerüstet? Bestimmt. Es ist gar nicht so einfach, das Ding zu manövrieren. Das ist so unhandlich, dieses Teil. Man mag das gar nicht glauben. So. Okay, dann reparieren wir mal wieder die Hülle. Fehler zu melden? Ja, ich habe bisher noch keinen großen Fehler jetzt erlebt. Bis auf, dass die ganzen Sachen hier ein bisschen aufplöppen, aber das ist ja kein Fehler, das ist ja eher so grafisch. Das kann ja auch an mir liegen. So. Wo ich das U-Boot repariere, habe ich es richtig komplett oder nicht? Ich schau mal. Welcome aboard. All systems online. Und dass hier Feuer ausbricht, das ist viel schlimmer. So, wir wollten nach Hause, ne? Genau, wir waren nach Hause unterwegs. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte eigentlich ja dahin düsen, aber dachte mir, komm, das mache ich jetzt mal in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht jetzt mal, was jetzt überhaupt auch anstand. Denn, so viel hatten wir jetzt auch nicht Neues entdeckt, ne? Wir haben zwar neue Blueprints, wir müssen unbedingt die Seemotte vielleicht ein bisschen pushen. Dass wir mit der Seemotte ein bisschen, on the way, ein bisschen auf Vordermann kriegen. Weil damit kriegen wir ja, oder damit haben wir ja die Möglichkeit, auch tiefer zu tauchen. Ich muss nur genau gucken, was wir da für brauchen. Wir brauchen ja da Rubin und so. Wir haben doch Rubin, glaube ich, gesammelt, ne? Meine ich. Ich weiß nicht, ob es reicht für das, was wir benötigen. Wir wollten den Energielader wollten wir auch bauen, ne? Die Energieladestation. Vielleicht kriegen wir ja die jetzt gebaut. Schauen wir mal. So. Nicht mehr allzu weit bis zu Hause. Also dieses Teil ist... Ich weiß nicht, ob das für tiefe Gewässer so gut ist, weil... Das Problem einfach ist, das Ding ist so unmanövrierfähig, weil es so unheimlich lang und breit ist und hoch, dass du da manchmal einfach in die Bredouille kommst, wenn du dann und dann noch im tiefen Meer oder im tiefen Wasser taust. Du siehst ja da unten nichts, es ist ja stockduster. Und, ja, und dann hängst du da, so wie wir in der letzten oder vorletzten Folge. Dann hängst du da ab mit deinem Teil. Das klingt komisch. Jo. Wir nehmen schon wieder Schaden, warum auch immer. Wahrscheinlich durch die Kreaturen. So. Ich bleib einfach über dem Meer. Kann ich nicht so ein Jetski bauen? Und irgendwo versuchen, an Land zu kommen? So, C wieder, um abzutauchen. Und dann lasse ich das Ding gleich mal hier stehen. Weil das ist ja doch sehr wuchtig. Weil ganz bis nach Hause können wir sowieso nicht fahren. Deswegen würde ich mal hier so parken. Jo, das meine ich halt. Du hast halt keine Übersicht so richtig, wie es unten ist. Das ist halt echt merkwürdig. So, Engine Stop. Licht können wir mal ausmachen. Nein, lass an. Sonst sehe ich nachher nichts. Das Seemöttchen würde ich mal mitnehmen. Achso, das ist oben. Ah ja, wir haben hier das... Warte mal. Wo ist denn unser Lager? Wir haben nur unser Lager voll gemacht, ne? Das ist leer. Tiefenpilz. Mal mitnehmen. Genau, das Öl hatten wir. Tiefenpilz. Silbererz. Okay. Den Gelsack... haben wir auch. Ich glaube, die Seemotte war oben, ne?
Stimmt, von hier aus steigt man ein. So, dann gucken wir mal. Hui! All systems online. Ja, das war schön. Sehr gut. So, da sind wir schon. Welcome aboard, Captain. Hallo. Hallo, Schiffchen oder Basis oder wie auch immer. So, der hat noch. Der hat noch. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt so alles Schönes herstellen können. Der Mülleimer ist schon wieder voll, ne? Ich wollte schon gerade sagen, der Mülleimer geht schon nicht mehr zu. Das sind andere Pilze, ne? Genau. Den ganzen Kappes. Ich weiß gar nicht, was man damit alles braucht. Wir brauchen schon wieder einen Spind eigentlich, ne? Das wäre mal viel wichtiger. Den Gelsack packe ich auch mal hier rein. Einen Rubin haben wir, genau wie der hier auch. Also haben wir zwei Rubine. Das Blutöl nimmt auch unheimlich viel Platz weg. Wir brauchen unbedingt einen Spind. Wie baue ich denn nochmal ein Spindchen? Die spinnen doch. Packe ich mal hier auf die 5. Lass mal eben gucken. Ach ja, normalen Pflanzentrog können wir bauen. Ein Doppelbett, ein sehr bequemes Doppelbett. Und ein Wandregal. Das ist ganz toll. Wahrscheinlich nur dekorativ, vermute ich mal. Bin mir aber nicht sicher. Eine Bank. Wir brauchen aber gerade mal einen Spind. Großen Spind. Zweimal Titan, einmal Quarz. Zweimal Titan. 1, 2. Und einmal Quarz. Nein, falsche Taste. So, zack. Dann nochmal mit der 5. Und dann lass mal gucken. Können wir den hier so hin? Ah, hier ging es doch gerade. Hier. Ja. Mach den mal dahin. Machen wir hier mal so eine Rumpelkiste, oder? Das nimmt halt echt viel Platz ein, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich gehe mal eben schnell die anderen Sachen holen. Die waren ja in der Dings, ne? Die waren ja in unserem, in unserem U-Boot. So. Welcome on board, Captain. So, Gil sagt ihm auch mit. Diese roten Dings, ne? Weiß nicht, ob wir so viele brauchen. Gut, ist eh alles voll. So. Es wächst und gedeiht hier, muss man einfach sagen. So, wie schon in einer ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich das gesagt hatte. Hab ich's in dem Let's Play schon gesagt? Ich weiß es gar nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich es bei Vulcanoids auch so gesagt habe und gemacht habe. Genauso wie bei... So voll. Genauso wie bei anderen Titeln, die unendlich gehen, wie Subnautica zum Beispiel, werde ich so lange spielen, bis ich keine Lust mehr drauf habe. Und gut, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, nicht, dass ihr daher denkt, warum macht ihr den Ausstieg, geht doch noch weiter, da kann man doch noch viel mehr machen. Ja, das mag auch alles gut sein, aber wenn ich irgendwann keine Lust mehr drauf habe, dann spiele ich was anderes. Weil dann ist für mich das Spiel beendet, ich habe einiges gesehen, das, was ich sehen wollte, habe ich gesehen. Und klar, man kann es durchspielen, ja. Oder was heißt, man kann es durchspielen, man kann die Story wahrscheinlich komplettieren. Below Zero soll auch sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen von den Kommentarschreibern. Vielen lieben Dank. Aber ich glaube nicht, dass ich es, also ich denke nicht, dass ich spielen werde, Below Zero. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit Arktis und so, ne? Da hat man ja, glaube ich, auch ein bisschen mit Eis zu kämpfen. Wahrscheinlich kommt Frieren noch als Anzeige hinzu, ich weiß es nicht. Aber da gucke ich das lieber bei anderen an. So, aber wir sind ja erstmal noch hier. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt hier ist. Ich glaube, wir sind schon weit über 40 mittlerweile. So, dann packe ich mal bei Organisch. Warte mal, wo haben wir denn jetzt die Pilze drin? Hier? Hier, da geht nicht mehr viel rein, ne? Können wir vielleicht hier noch ein bisschen was reinpacken. Auch nicht mehr so viel. Hier vielleicht noch? Ja, komm, dann packen wir hier noch welche rein. Nicht die Wasserflasche, den Pilz. Und der Titan kommt hier drüben rein. Zack, 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 zack. Wir haben wieder neue Blueprints, sehe ich, ne? Was haben wir denn da bekommen? Salzsäure. HCl.
stärkt ätzende Verbindung Vorsicht walten lassen. Was haben wir sonst noch? Boah, 4 von 20, diesen Krebsanzug, alter Schwede. Krebstriebwerk, das ist alles ganz toll. Was sind denn noch die drei? Ach ja, den normalen Pflanzentopf und natürlich das Bett und natürlich das schöne Regal. Ja, ganz toll. Ich wollte mal gucken, was kostet uns denn jetzt hier die? Zweimal Rubin, zweimal Titan und erweiterter Kabelsatz. Lass mal gucken, was wir für den erweiterten Kabelsatz brauchen. Benzol. Das Öl oder Lösemittel benutzt. Ach, guck mal an. Ja, Aerogel. Erweiterter Kabelsatz, ne? Da brauchen wir normalen Kabelsatz. Also zweimal Silbererz erstmal. Das machen wir mal. Zweimal Silbererz. Zack, zack. So. Stellen wir es mal her. Wow. So, und jetzt brauchen wir für den erweiterten Kabelsatz zweimal Gold und einmal Computerchip. Also brauchen wir einmal Kupferdraht, Gold, Tisch, Korallenprobe. Also zweimal Kupfererz erstmal. Zweimal Kupfererz. Eins, zwei. Gold war, glaube ich, was einmal. Tisch, Korallenprobe. Haben wir die noch? Sieht nicht so aus. Müsste ich irgendwo mal opfern. Das heißt, ich gehe mal eben Tischkorallenprobe holen. Und ich sehe gerade, wir könnten mal was trinken, ne? Warte mal, ich nehme mal das normale Wasser und ein keimfreies. So, die Tischkorallenprobe, die war, glaube ich, hier irgendwo am Rand, ne? Ist das die hier? Ich glaube, die ist das, ne? Ja. Komm her. Pullert immer so weg. So. Wo willst du denn hin? Zack, zack, zack. So, warte. Nein, nicht weg, nicht wegfallen. Den kann ich ja nicht angreifen, ne? Das sieht merkwürdig aus, okay, aber naja, gut. Welcome on board, Captain. Ich dachte, man kann den vielleicht kochen. Aber ist ja nicht so. So, pass auf. So, was brauchen wir jetzt noch? Kupferdraht müssen wir herstellen. Das brauchen wir. Dann benötigen wir einmal Gold. Dann haben wir alles. Das haben wir da. Ich um mein Gold, ich um mein Gold. So, Computerchip. Zack. Ich will mal eben die Tischkorallenproben mal eben hier so reinpacken. Sind die auch weg? Okay, einen haben wir in der Tasche. Naja. So, jetzt brauchen wir den erweiterten Kabelsatz. Zweimal Gold brauchen wir noch, dann haben wir es. Einmal Gold. Eins, zwei. So. Fertig. Zack. Und jetzt können wir was mal herstellen? Ich weiß gar nicht, was wollten wir herstellen? Was wollte ich denn nochmal herstellen? Ach ja, zweimal Rubin, zweimal Titan. Stimmt. Zweimal Rubin, zweimal Titan. Eins, zwei. Und der Rubin war, glaube ich, hier, ne? Nein. Hier. Ja, eins, zwei. Da haben wir wirklich nur zwei von. So, das heißt, wir können den herstellen. Die Ladestation für Dings. Eine Decke machen vielleicht? Okay, die... Ja, hier ist ein bisschen blöd. Ja, so. So hätte ich es gerne. Genau so. Überstehen. Ich packe das mal hier bei dem... Hier ist, glaube ich, ganz gut. Hier kann man das machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Energiezellen. Da kann man zwei, glaube ich, reinpacken, ne? Ja, zwei Stück in der Reihe. Haben wir noch zwei in Reserve irgendwo rumfliegen? Die Seemotte kriegt, glaube ich, Batterien, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Energiezelle, Energiezelle. Ladestand leer, ne? Leer, leer, leer. Da ist 100. Ah, nee, die Seemotte kriegt, glaube ich, auch. Hier haben wir noch den Feuerlöscher drin. Leuchtfackel.
Lebensenergie, ganz toll. So. Dann können wir das mal aufladen. So, warte. Zack und zack. So, dann laden die auf, ne? 1%, 1%. Das ist gut. Da können wir sogar zwei von gebrauchen, weil der Zyklops, der hat ja, glaube ich, 5 oder so von den Dingern rumstecken, ne? Aber ich würde, wie gesagt, nicht so viel damit rumlaufen. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist tatsächlich, ich würde gerne die Seemotte ein bisschen ausbauen, wenn wir das hinkriegen. Und Pflanzen. Ich habe wieder ein bisschen was Geisterkraut. Genau, ich habe ein bisschen was gescannt gehabt, ne? Danke und Gelsack. Ja. Und Tiefenpilz. Ein farbloser Verwandter des Säurepilz, der sich schwachen Lichtverhältnissen angepasst hat. Deutlich säurehaltiger als sein Flachwasserbewohner Verwandter. Daher könnte er in den fortgeschrittenen Fabrikator Verwendung finden. Beurteilung kann zu Salzsäure verarbeitet werden. Salzsäure. Fleischermesser, Beißer, okay. Gut. Haben wir das auch? Was habe ich gesagt? Was wollte ich machen? Genau, ich wollte die Seemotte. Ich wollte mal gucken, dass die Upgrades für die Seemotte, was uns die kosten, was wir dafür brauchen. Zyklopserweiterung. Fahrzeugerweiterungen. Tiefenmodul. Glas. Einmal Titanbarren und zweimal Glas. Titanbarren. Da brauchen wir, glaube ich, 10-mal Titan, ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen Titan farmen. Das können wir ja mal eben machen. So, die Seemotte ist hinten. Ich verlaufe mich hier schon mittlerweile. So. Moin. Welcome on board, Captain. Welcome aboard. All systems online. Ja, sehr schön. So. Metallschrott brauchen wir. Da ist Metallschrott. Nehme ich mit. Ja, Salz nehme ich auch mit. Und wir brauchen... Warte mal, habe ich das Ding mit? Ja, habe ich, ne? Damit geht es doch ein bisschen zügiger. Im Rumfahren. Titan, nimm mit. Kann ich die Karte ausmachen? So. Nein, bleibst du bei der 5? So, Titanbarren oder Schrott. Da sehe ich, glaube ich, nochmal Schrott. Was ist das hier? Achso, das ist nichts, einfach nur Fleck. Ja, ja. Was habe ich denn da eingesammelt? Was war das denn? Ein Kreaturenei. Hm. Ich weiß doch gar nicht, was man damit machen kann eigentlich. Seemottenfragment haben wir schon. Obwohl, das gibt Dings, ne? Wenn ich das scanne. Das gibt, Titan. Das ist ganz gut. Ist hier noch ein bisschen Schrott am liegen? Jo, Metallschrott. 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 Nehme ich alles so mit in der Tasche. Ist gar kein Problem. In the Tash. Und wir brauchen unbedingt für die Seemotte vielleicht ein Lager. Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, wir hatten jetzt mal rausgefunden, dass es das hat. Also die Möglichkeit abzugraden. Das wäre natürlich richtig sexy. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. So. Dann können wir nämlich unsere Seemotte upgraden. So. Ach, falsch rum. Welcome aboard, Captain. Ja. So. Tut, hier in unserem Seegang. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wo wir hier abgestürzt sind. Oh mein Gott, was haben wir hier schon an Zeit verbracht jetzt? Unfassbar. So, dann lass mal ein bisschen Titan herstellen. 4-mal Titan für 1-mal Metallschrott, das geht. Metallbarren können wir auch schon herstellen. Würde ich mal machen, einmal direkt. Brauchen wir ja, glaube ich, nur einmal. So. Wir müssen auf unser Energievorrat achten, dass der noch genug hat.
So, ich stelle direkt so mal Titan machen her, nur weil wir damit was haben. So, was haben wir hier? Rüstung? Feuerlöscher, ja, ganz toll. Leitung. Vor allem auch geil. Luftleitung ist natürlich praktisch, ne? Da kann man natürlich auch entferntere Orte erreichen mit Luft dann. Ist natürlich supi. So, Titan. Wir haben zweimal Barren. Pack ich mal hier mit rein, den einen. Das Kreaturenei. Salzablagerung hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Salz? Hatten wir Salz nicht irgendwo schon? Pack ich mal hier mit rein und das Kreaturenei kriege ich hier nicht rein, ne? Ah, das ist doch eine Last. Hier wäre Kreaturenei. Also mit dem Pilz konnte man auch was machen. Weiß ich nicht mehr was. Muss ich mir was überlegen mit dem Dings. Mal schauen. Wir wollten jetzt für die Seemutter Upgrade machen, ne? Dazu brauchten wir was nochmal? Lass mal eben kurz gucken. Zweimal Glas. Glas stellen wir her. Mit. Zweimal Quarz. Also brauchen wir viermal Quarz. Eins, zwei, drei, vier. Aber die Rezepte, ne? Die musst du auch erstmal behalten. Das ist gar nicht so einfach. Die muss man auch erstmal im Kopf behalten. So. Gut. Dann können wir das Upgrade jetzt bauen. In die Seemotte. Dann können wir damit schon mal tiefer tauchen. Das ist schon mal supi. Das feiere ich ein bisschen. Ich gucke mal eben in unser Energievorrat. Okay, vier Pilze. Könnte man noch mal ein bisschen was reinpacken demnächst. Die Energiezellen sind auch fast voll. So, dann upgraden wir mal. So, hier. Solarladegerät. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Dann lädt die sich automatisch auf. Das ist geil. Mit Sonnenlicht. Torpedosystem. Seemottensonar. Ein dezidiertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf der Sichtfeldanzeige. Torpedos. Ja, will ich jetzt nicht unbedingt. Krebsmodul. Gibt es nicht irgendwie Universalmodule? Rumpfpanzerung? Frachtmodul. Lithium und dreimal Titan. Das ist also universell, das kann man überall einsetzen, ob in dem U-Boot oder auch in der Seemotte, das ist super. Also Lithium und dreimal Titan, das dürfen wir, glaube ich, haben. Dreimal Titan, 1, 2, 3 und Lithium hatten wir irgendwo rumfliegen. Da, Lithium. So. Dann können wir die Seemotte ausstatten mit einem kleinen Kofferraum, das ist super. Pimp my Seemotte. You got to pimp my Seemotte. So, machen wir das nochmal. Für den Hintern bitte einen Kofferraum. So, wo setze ich das jetzt ein? Mache ich das hier? Tauchbootname. Wie mache ich das denn? Ach nee, das mache ich hier an der Seite, ne? Genau, so war das. Erweiterungsmodul ansehen, genau. Frachtmodul. Und Tiefenmodul. 300 Meter. Alter Schwede. Und natürlich... Klupschi. 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 Kommst du mal mit? Ich kann das nicht mit ansehen, wenn Klupschi da... Das geht nicht. Kann ich den hier in den Ofen schmeißen? Klupschi, ich rette dich! Klupschi, ich rette dich. Guck mal, hier ist es schön. Mein kleiner Freund. Ja. So. Gut. Was trinken wäre noch ganz gut gleich. Ich glaube, das werde ich mal eben machen. Was haben wir denn sonst noch für Module, die wir craften können? Wir haben noch zwei Plätze bei der Seemotte frei. Welche würden denn noch Sinn machen? Torpedosystem wäre ganz cool für die großen Levatanen, ne? Was kosten die uns denn? Wirbeltorpedo erzeugt ein örtliche begrenzte Verzerrung der Gravitation. Laden in den Torpedoschacht des Fahrzeugs. Säuretorpedo setzt eine Wolke aus Säure frei. Okay. Abwehrsystem. Kabelsatz und Polyanilin. War das erweiterter Kabelsatz?
Normaler Kabelsatz, okay. Lass uns mal den normalen Kabelsatz erstellen und dann gucken wir mal, ob wir das andere hinkriegen. Weil so ein Abwehrsystem ist ja ganz gut, wenn wir tiefer tauchen, weißt du? Das wäre ganz geil. Wir brauchen, glaube ich, Kupfererz für den Kabelsatz, weil wir Kupfer... Kupfer? Habe ich gesagt Kupfer? Nein, Kupfer. Weil wir, genau, weil wir Kupferdraht, glaube ich, brauchen für den Kabelsatz. Wenn ich mich recht entsinne. So, dann gucke ich mal eben. Kabelsatz. Ah, nee, brauchen wir gar nicht. Silbererz brauchen wir nur. Gut, das, gut, ich wollte jetzt mal ein bisschen klugscheißerisch wirken, aber hat nicht ganz funktioniert. Ja, da ist wieder mein heller Moment vorbei gewesen. So, Gernstab. Nee, warte mal, was brauchen wir jetzt? Diese Flüssigkeit, ne? Haben wir gar nicht, oder? Doch, da. Salzsäure und Gold. Salzsäure stellen wir wie her? Salzablagerung und dreimal Tiefenpilz. Guck mal, das, was wir schon gesammelt haben. Dreimal Tiefenpilz. Eins, zwei, drei. Salzsäure war, wie viel? Auch dreimal? Immer drei mit vorsichtshalber. Den Kabelsatz packe ich mal bei Technik rein. Denn Technik, Technik, ne? Du weißt schon. Hier haben wir sogar noch schon zwei. Also, ich bin ganz ehrlich, ob ich das nicht einfach mal entsorge hier im Müll. Die Sachen. Ich weiß nicht, wofür es ist. Nicht funktionsfähig. Das ist vollkommener Blödsinn, das aufzubewahren. Warte mal, war denn das hier, ne? Das weg, das weg, das weg. Das Auto kann auch weg. Das schmeiße ich jetzt in die Mülltonne. Das ist für die Tonne. Das ist eiskalt für die Tonne. So. Das auch hier. Das kann auch weg. So, dann haben wir da wieder Platz. Guck mal. Mülltonne? Da. Das ist alles für die Tonne. Das weg, das weg. Das Kreaturenei schmeiße ich auch weg. Scheißegal. Finden wir wieder. So, dann können wir jetzt die Salzsäure herstellen. Einmal Salzablagerung brauchen wir. Und dann müssen wir jetzt einmal Gold haben. Gold haben wir auch am Start.